Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island. Wir wollen gleich in diesen Club 47 gehen. Doch zuvor habe ich hier noch dieses Ölleck entdeckt. Das schaue ich mir jetzt nochmal schnell an. Vielleicht kann man das für irgendwas gebrauchen. Diese Lampe leckt Öl. Nicht irgendein Öl. Seekuhöl. Das ist einfach nicht richtig. Muss hier alles aus Seekuh bestehen, oder? Und eine Pockenwolke ist hier oben. Die können wir auch noch mal angucken. Da jetzt die Winde wieder landeinwärts in Richtung Flotsam Island wehen, werden die LeChuck-Pocken wieder angesaugt. Okay, Clubtür. Ob der Club 41 wohl seine restriktiven Bestimmungen gelockert hat? Anscheinend. Okay, ja. Ah, Club 41. Nichts sagt Piratenbar wie das Aroma von schimmligem Grog mit einem bisschen Gischt und unerfüllten Träumen dazu. Ich werde deine vervierfachten Bezahlung verdoppeln. Behalte dein Geld, Seidenhose. Du kannst dir mich nicht mehr leisten. Aber sie müssen Tribut aus dem Gefängnis befreien und dann zu mir bringen. Er ist der Einzige, der den Pogenerregerstamm in sich trägt, den ich brauche. Du bist deiner Zeit etwas hinterher, Demange. Ich bin frei von jeglichen Pocken und fit wie ein Turnschuh. Hier, sehen Sie nur. Völlig unmöglich. Nichts ist unmöglich, wenn Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, daran beteiligt ist. Und nachdem ich meine Frau und alle anderen geheilt habe, werde ich... Frau? Ja, sie stand unmittelbar neben mir, als LeChuck platzte. Sie hat eine volle Breitseite der Pocken abbekommen. Ich verlange, dass Sie die Frau des Guybrush Threepwood aufspüren und gefangen nehmen. Hey! Welchen Teil von non comprende verstehst du nicht? Aber ich brauche sie! Sie ist der einzige andere Pirat, der die Threepwood-Art der Pocken hat! Dann hole sie selbst! Liebe Mademoiselle Le Fleu, ich hole keine Leute. Ich stelle Leute wie dich an, um sie für mich zu holen. Und wenn du sie nicht holst, dann finde ich vielleicht jemanden, der dich holt. Na, viel Spaß. Ich mag es nicht, wenn man mir droht. Oh, au, mein Finger! Haha, selber schuld. Was zum... Au, das war ein sehr... sehr schlimmer Fehler, Mademoiselle. Wahrscheinlich hat er auch schon die Pocken. Das wäre nicht das erste Mal. Nervensäge. Idiot. Und das hat den glaudach-fudach-zuckerfarbenen Sach, wie was auch immer, hat er garantiert schon die Pocken. So, Dartscheibe. Kann man garantiert immer gebrauchen. Hübsche Dartscheibe. Ah, es ist eines der wenigen Dinge, die ich retten konnte, als ich vor vielen Jahren am Ufer von Flotsam angespült wurde. Darf ich eine Runde spielen? Leider sind die Dartpfeile vor ein paar Wochen bei einer Kneipenschlägerei verschwunden. Wirklich schade, wo doch das jährliche Flotsam Island Dart-Turnier morgen Abend ist. Aha. Gut, werden wir merken. Schild. Mach mir eine ganze Reihe Blood Island Volcano Shots. Aber gern. Dazu gibt es gratis unsere Club 41 Volcano Shot Thermotasse. Gehauen aus Lavaschmelze, die heiße Flüssigkeiten bis zu einer Woche warm halten. Ich bin beeindruckt. Oh, das ist vielleicht eine heiße Grog auf Grog Action. Den hebe ich mir für später auf. Gut, was haben wir noch hier? Der ehrenwerte Richter Wallace P. Grindstump. Richter Grindstump? Bitte lassen Sie die Förmlichkeit. Hier drin bin ich nur der ganz gewöhnliche W.P. Grindstump. Inhaber und Betreiber des Club 41. Barkeeper, ich... Ne, haben wir schon. Sind Sie denn nicht ein bisschen erschrocken, mich hier frei rumlaufen zu sehen? Du lieber Himmel, nein! Was wäre denn das hier wohl für eine Piratenstadt, wenn wir nicht den gelegentlichen Gefängnisurlaub billigen würden? Eine bemerkenswert fortschrittliche Einstellung. Nebenbei erwähnt, es ist ja nicht so, dass man dem Schwert der Justitia auf Flotsam entrinnen könnte, seit die verfluchten Winde wieder wehen. Okay, die Ladies Night sieht heute aber ein wenig, tja, wie soll ich sagen, trostlos aus, oder? Die Ladies Night sieht heute aber ein wenig, trostlos aus. Nein, nein, es ist noch früh am Abend. Sobald das Buffet aufgebaut ist, rockt der Laden hier heißer als des Teufels Schlüpfer.
Okay, ich nehme dich bei Wort. Ihnen gehört also wirklich der Club 41? Ihnen gehört also wirklich der Club 41? Ja, das stimmt. Seit ich ihn von seinem Vorbesitzer in einem Dart-Wettbewerb vor ein paar Jahren gewann. Der arme Kerl hat nie erfahren, was ihn da traf. Was ihn da traf, meinen Sie da etwa... Ein Dartpfeil mitten in seine Birne. Okay. Ich sag da mal Tschüssikowski. Nun, das war ein wenig seltsam, aber ich muss einen Namen reinwaschen und eine Pockenepidemie heilen. Ah, viel Glück dabei. So, morgen, Schätzchen. Wie geht's dir? Warum hast du der du warst schon enttäuscht. Ich will mich nicht beschweren, aber warum hast du Desinges Angebot abgelehnt, meine Frau zu fangen? Ich mag ein hinterhältiger Söldner sein, aber selbst ich achte gewisse Standards. Sicher. Jetzt hast du Standards. Zu dumm nur, dass sie nicht vorhanden waren, als du meine Hand abgetrennt oder mich hinterrücks bewusstlos geschlagen und nach Flotsam Island zurückverschleppt hast. Was soll ich dazu sagen? Ich bin nun mal kompliziert. Tja, so kann man das auch bezeichnen. Was wollte Desinges überhaupt mit Elaine? Du hast den Mann doch gehört. Er hat was mit deinem einzigartigen Bockenerregerstamm zu tun. Ich glaube, er denkt, dass auch deine Frau ihn hat. Aha. Du siehst heute aber auch ungewöhnlich bitter aus, Schatz. Du siehst ungewöhnlich bitter aus? Es war einer dieser Tage. Ich weiß, was du meinst. Helden aus einer Kindheit zu verraten, kann ganz schön anstrengend sein. Hey, das war nur geschäftlich. Deine Geschäfte sind so lau wie die Winde von Flotsam. Manchmal. Und was trinkst du da? Feines, was leckeres? Was sind das für furchterregende Getränke? Das ist eine Reihe aus Blood Island Volcano Shots. Die sehen schmerzhaft aus. Nur der erste. Ich bin wegen deinem früheren Verhalten immer noch unerfreut, Schatz. Du solltest wissen, dass ich immer noch wütend auf dich bin. Würde es helfen, wenn ich dir was zu trinken hole? Damit du mich vergiften kannst? Danke, nein. Ich könnte für dieses Gerichtsverfahren Hilfe gebrauchen. Warum bist du denn nicht verpockt? Ich habe bemerkt, dass du ohne Pocken bist. Ich bin pockenfrei. Werde regelmäßig getestet. Weißt du warum? Wahrscheinlich, weil ich nicht wirklich ein Pirat bin, sondern eine Piratenjägerin. Man muss Pocken bewundern, die kleine semantische Unterschiede erkennen können. Könnte etwas Hilfe gebrauchen beim Gerichtsverfahren? Weißt du, solltest du auch nur ein klitzekleines schlechtes Gewissen haben, könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich höre. Dieses Gerichtsverfahren läuft. Das habe ich gehört. So ein Typ wollte mir weismachen, dass es das Verfahren des Jahrhunderts ist. Nun ja, ich könnte ein paar falsche Beweisstücke gebrauchen. Oder ein paar eingeschüchterte Zeugen. Oder ein paar zielgerichtete Bestechungsversuche. Ich bin zu teuer für dich. Natürlich, wie dumm von mir. Für dich ist doch alles nur eine Frage der Goldstücke, stimmt's? Nicht immer. Ich nehme auch Silberstücke. Wenigstens eine Frau, die bereit ist, gewisse... Ich kann sehen, dass du mit deinen inneren Dämonen kämpfen musst. Also gehe ich mal weiter. Danke. Und pass auf Desinges auf. Was er mit seinem Finger getan hat, war unnatürlich. Okay. Was haben wir denn da? Eine Käseglocke. Nee, ein Schild nochmal. Was steht da? Bist du pleite genug, demnächst... Okay, keine Ahnung. Ein Narwal! Ah, das muss der Screaming Narwal sein, nachdem mein Schiff benannt wurde. Gruselig. Und eine Deku. Seitdem ich etwas Zeit in diesen sanften Don Juans der Tiefe verbracht habe, fühle ich mich etwas verstimmt, wenn ich ihre Köpfe an einer Wand hängen sehe. Okay, sonst haben wir hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Wobei, hier muss doch irgendwo diese Nacho-Soße sein. Eine Schädelkerze. Ich frage mich, was mit Murray geschehen ist. Tja. Ich frage mich, was mit Murray geschehen ist. Was haben wir hier? Eine Wachshütte. Heißes, weiches Wachs. Okay, haben wir irgendwas? Wir haben einen leeren Vulkano. Da können wir hier mal das Wachs mitnehmen. Was gibt es Besseres als ein bisschen heißes Wachs in einer kalten Flotsamnacht? Okay. Haben wir noch irgendwas? Nochmal eine Wachshütte? Achso, das ist die gleiche Wachshütte. Da geht's raus.
Buffet. Was ist das? Das ist der berühmte Flotsam Island Buffet-Tisch für Ladies Night vom Club 41. In ein paar Stunden wird er sich unter flammenden Schokoladenkuchen gegrillten Narwalhörnern, frittierten Petit Fours und den ganzen anderen Mädchensachen beugen, die unsere säbelrastenden Piratendamen so lieben. Lecker, lecker, lecker. Okay, aber sonst ist... Ah, eine Toilettentür. Besetzt! Nein, Entschuldigung. Okay. Ich glaube, sonst haben wir... Ah, hier noch provozierendes Gemälde. Die kennen wir auch schon. Okay. Ich glaube, sonst habe ich alles abgesucht, oder? Buffet habe ich... Nein, hier ist nichts mehr. Da ist noch was. Zuckersack. Das ist ein merkwürdiger Ort für einen Zuckersack. Ich lagere ihn da oben wegen der Ameisen. Okay, aber da komme ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht ran, oder? Ich will meinen Haken da nicht reinstecken. Ich weiß doch nicht, wo das schon gewesen ist. Du willst deinen Haken da reinstecken. Du willst deinen Haken überall reinstecken. Habe ich das gerade laut gesagt? Ah, furchterregendes Gemälde noch. Was ist das für eine künstlerische Scheußlichkeit? Ah, das ist ein Gemälde von Flotsam Islands berüchtigtem Dschungelbiest, gemalt von unserem eigenen Hemlock McGee. Hemlock? Echt? Ei, keiner weiß mehr über unser legendäres Biestchen als der alte Hemlock. Okay, wir kommen drauf zurück. Möwe, ja. Der Möwe kann man doch gar nicht. Als Pirat lag ich oft wach an Deck meines Schiffs und sah verträumt den Seemöwen nach, die sich königlich im Abendhimmel vergnügten. Und dann gingen sie dazu über, mich mit ihrem Kot zu beglücken. Da habe ich damit aufgehört. Gute Idee. Okay, da waren wir auch schon. Nasser Teppich. Können wir nochmal angucken. Sieht ganz danach aus, als hätte endlich jemand die Zeit gefunden, diesen Teppich zu reinigen, der bei meiner Kneipenschlägerei etwas fleckig wurde. Okay, für dich brauchen wir ein Auge. Der Glasbläser, genau, da können wir vielleicht... wie komme ich hier lang? So. Was haben wir hier? Was? Beinförmige Lampe. Sexy. Das ist ja vielleicht ein Ding. Nein! Ist sie nicht wunderschön? Das ist ein Muster meiner verwegene Susi Langbein-Leuchtlampe. Der aufgesetzte Kristall wird tagelang leuchten. Meinen Sie nicht, dass sie ein bisschen kitschig ist? Ich doch. Piraten stehen völlig auf sowas. Okay, probieren wir mal aus. Wenn wir jetzt hier heißes Wachs draufgießen, was passiert? Ups. Hey! Nun sieh dir mal an, was du getan hast! Du schusseliger Muschelknacker! Du hast mein Musterstück ruiniert! Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen! Wenn sie also hinüber ist, kann ich sie dann vielleicht haben? Na schön! Nimm sie! Geh mir bloß aus den Augen! Ich dürfte mir helfen, im Verfahren Fuß zu fassen. Okay, da drüben war noch was. Was ist das hier? Eine Pfütze. Was ist das denn? Pass lieber auf, wo du hintrittst. Das ist eine Lache mit flüssigem Glas. Sie kühlt in wenigen Sekunden ab. Aber bis dahin schmilzt das dir das Leder von den Füßen. Nehmen wir doch mal gleich eine Probe mit. Sollte mir etwas davon nehmen, bevor es kalt wird. Warm. Okay, was passiert, wenn wir jetzt... wir haben hier Beinlampe mit blauer Verbrennung. Eine blaue Verbrennung brauchen wir nicht. Wir brauchen eine rote Verbrennung. So, probieren wir mal das hier.
Jetzt haben wir eine Beilampe mit Violetta-Verbrennung. Das ist auch noch nicht richtig. Probieren wir es mit Glas. Beilampe mit schwarzer Verbrennung in Form eines Lobbys. Das ist, glaube ich, auch noch nicht richtig. Oder? Mal gucken. Wie war das mit der Oberschenkelverbrennung und andere Gleichheiten? Einstellen der Produktion der Nacho-Soße des Clubs 41 erschwerte den Schuldnachweis. Aber das Gericht hält es für sehr unwahrscheinlich, dass eine andere Mixtur Krebs markante Verbrennungen verursacht haben könnte. Okay. Jetzt müssen wir nur Krebs markante Verbrennung irgendwie rausfinden. Wenn wir die dann nachstellen können, dann haben wir die. Hallo, Unwissender auf der Straße. Was willst du? Bläst doch immer noch Glas? Du bläst immer noch Glas? Eine Reinigung würde doch sicher mehr Profit anbringen. Ha! Du hast doch keine Ahnung! Die Leute wollen Crimp Digits unzerbrechliche Röhren! Wie verrückt! Wie verrückt! Was für Leute? Naja, eigentlich nur eine Person. Aber der hat einen riesigen Vorrat bestellt. Frag mich nicht, warum. Warum? Ich hab darum gebeten, mich das nicht zu fragen. Warum hat denn jemand diese vielen Rohre bestellt? Warum hat jemand diese vielen Rohre bestellt? Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich das nicht fragen! Okay. Kannst du mir ein Glasauge machen? Ich sehe, dass du ein Glasbein machen kannst, aber kannst du ein Glasauge machen? Ey! Aber nicht einfach irgendwelche Glasaugen! Echte Imitationsaugen aus Kristallriffen! Echte Imitationsaugen? Genau! Sie imitieren die Augenfarbe von allen, die sie sehen. Du richtest sie einfach auf die Augen von jemandem, lässt sie einige Sekunden einwirken und pardü, schon hast du eine neue Farbe. Aha. Wenn die Farbe deinen Vorstellungen entspricht, musst du es nur noch in die Augenhöhle drücken und dann bleibt es so für immer. Ich bin fasziniert und fast etwas optimistisch. Wie viel? Hier, das Beschädigte kannst du kostenlos ausprobieren. Beschädigt? Ei, es ist etwas kurzsichtig. Folglich musst du sehr nah an das Subjekt ran, um die Augenfarbe korrekt einfangen zu können. Danke. Ich werde alle fiesen Dinge zurücknehmen, die ich über sie in meinem Tagebuch geschrieben habe. Okay, wie funktioniert dieses Imitationsauge? Wie fühlt es sich an, so hässlich und krank zu sein? Wie fühlt es sich an, so hässlich und krank zu sein? Was denkst du denn, wie es sich anfühlt? Schlecht, würde ich sagen. Ziemlich schlecht. Du hast das richtig verstanden, kleines Fräulein. Okay. Empört dich dieses lächerliche Verfahren nicht? Empört dich dieses lächerliche Verfahren nicht? Ich freue mich nur, dass dieser Kriecher Threepwood endlich zur Rechenschaft gezogen wird. Gute Sache, gell? Ich bin Threepwood. Apropos, solltest du nicht in einer Zelle oder so sein? Wir kriegen 10 Minuten Pause pro Stunde. Das ist das Gesetz. Okay, ich sag dann mal bis später. Ich sehe dich und deine Brustflossen später. Wir drei werden warten. Drei? Okay. So, wir haben auf alle Fälle jetzt ein Glasauge. Das müssen wir jetzt nur noch irgendwie einfärben. Das kriegen wir aber garantiert auch irgendwie hin. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns bald wieder.